So, da wäre er wieder. Es ging schneller als erwartet mit Yallen. Sie ist wieder einigermaßen auf den Beinen. Das heißt, wir können uns jetzt da unten umschauen. Was zur Hölle war das? Quellenlandes ist gefangen in dem Baumraum. Wo ist der Rest? Oh. Irgendwo anders. Karte? Okay, zum Hauptraum zurück und rechts an der Wand halten. Das ist komisch. So eine Treppe nach unten und plötzlich wurden wir alle teleportiert. Gucken wir mal, ob wir gleich wieder teleportiert werden. Ob das nur eine einmalige Sache war. Irgend so eine Art Falle oder dergleichen. So, sind wir schon mal einer mehr. Zurück zum Hauptkorridor. Wo ist der Rest? Da ist Gwendolyn. Was zur Hölle, wo ist der Rest? Achso, da hinten ist noch einer. Okay, also der zweite Gang Richtung Norden, wenn man Richtung Osten geht. Erster. Zweiter. Genau, da drin ist Gwendolyn. Jetzt gucken wir mal, was mit der Tür passiert. Sie ist erstmal verriegelt. Gwendolyn drückt die Augen. Bewegt sich nichts, okay. Große Gruppe versucht das hochzuschieben. Gwendolyn. Lauf raus. Sehr gut. So, Gwendolyn hätten wir also auch wieder. Zurück zum Hauptkorridor und dann war jemand noch. Oh. Ist nicht der Hauptkorridor? Das ist der Ausgang. Okay, südöstlich von hier. Hier so. Genau, jetzt sind wir alle wieder zusammen. Das war komisch. Okay, einfach nochmal dahin laufen. Und gucken, was sie dann tut. Es war nicht westlich, es war östlich. Und dann runter. Genau. Ah, Sackgasse. Noch eine Sackgasse. Da ging's runter. Okay, durchatmen und einfach nochmal probieren. Passiert nichts. Was? Ja. Also das können wir irgendwie knicken. Wo ist der Rest? Bestimmt irgendeiner wieder in dem komischen Raum drin, ne? Nee. Das ist nordöstlich und... Ach, gute Güte. Also, da. Ein drittes Mal werden wir das nicht ausprobieren. Wir könnten gucken, ob wir irgendwie mit dem Transversalis daran vorbeikommen. Das ist ja eigentlich eine Treppe nach unten. Sehr komisch, das Ganze. So, hier war noch einer. Richtig? Genau. Und zwar hier und hier. So, wo lungert der Rest? Einmal in der Nähe des Eingangs, einmal da unten und einmal... Wo zur Hölle bist du? Okay. So, zurück hier hin, nach Osten. Nächste nach Süden. Und hier irgendwo. Da eine Nische, okay. Und dann versuchen wir mal zu dem einen hinzukommen, der da so abseits in einem Bereich steht, wo wir noch vorher gar nicht waren. Es wäre ärgerlich, wenn es Talana ist. Weil sonst könnte sich der Rest der Gruppe zu demjenigen hin teleportieren. Am Eingang noch, okay. Drücken wir mal die Daumen, dass Talana am Eingang steht.
Chancen stehen 50-50. Ja, hier müsste richtig sein. Da ist gleich der Eingang. Das heißt, hier irgendwo. Ah, genau. Und es ist Mörm. Ja gut, Jalana wird sofort angegriffen. Von 3 Trollen, ist klar. Fliehen. Jo. So, wo bist du? Lauf, Jalana. Obwohl, warte mal. Okay. Oh 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 oh. Ah. Nicht gut. Nicht gut. Zaubern. Komm schon, funktioniert, funktioniert, funktioniert. Das sind coole, die können wir nicht verzaubern, okay. Dann halt die altmodische. Kampf, Ignifaxius, Ghoul, maximal kaputt. Inkende. Was zur Hölle, der steht noch. Zaubern, Kampf, Fulminictus. Schon besser. So, Bewegung. Bewegung. Fliehen. Wieso ist hier blockiert? Warum kann ich nicht mehr fliehen? Ah, da. Okay, also wir können Jalana nicht anwählen, ohne dass sie gleich in den Kampf verwickelt wird. Das heißt, die Jungs müssen es jetzt schaffen, irgendwie zu Jalana zu kommen. Achso, da ist noch eine Tür. Okay, das könnte das Ganze erklären. Also nordwestlich. Zurück zum Hauptkorridor und dann die Tür öffnen, die noch zu öffnen ist. Hier lang, hier lang, hier lang. So. Müsste dann die Tür sein, richtig? Und irgendwo hier steht Jalana, umzingelt von 2 Trollen. Und muss durchgehend hin und her laufen, um nicht erwischt zu werden. Es gelingt euch zwar, die Tür zu öffnen, aber der Schlüssel ist nicht mehr aus dem Schloss zu bekommen. Okay. Und ja, da ist Jalana. Westlich. Aus dem Dämmerlicht des Raumes lösen sich plötzlich 2 hässliche Gestalten, die langsam auf euch zuwanken. Ghoule, ruft Tirik. Er ist durch die Hässlichkeit und Leichengestank der Ghoule so verängstigt, dass er sich davon macht. Was zur Hölle? Tirik. Und es sind doch 3, obwohl Jalana eigentlich schon einen umgebracht hat. Aber na gut, das kriegen wir hin. Schießt seitlich auf den da. Und du holst einfach auf. Genau. Hoffentlich ziehen wir uns jetzt nicht irgendeine Krankheit zu. Das wäre ärgerlich, wenn wir wieder in die Stadt zurück müssten. Angriff den da. Nope. Komm schon. So zäh sind die nicht. Naja, eigentlich doch. Sie haben einen ganzen Ignifaxius ausgehalten von Jalana und einen halben Fulminictus. Komm schon. Angriff. Angeschlagen, gut. Ah, na also. Sehr schön. Erster kaputt. Angriff auf den Angeschlagenen.
darfst du nicht. Von hier vielleicht? Nö. Okay, dann musst du daran vorbeilaufen. Oh, und Nummer 2 ist kaputt. Sehr schön. Das heißt, Helen wird gleich vorpreschen. Genau. Du kannst hinterher preschen. Die Elfen können auch schießen. Obwohl, ich glaube, von hier aus kann sie gar nicht. Nee. Muss noch einen vor. So, du müsstest jetzt schießen können. Nicht auf Geogon, auf Gina. Du stellst dich mal hier hin, damit Gwendolyn besser aufschlagen kann. Was aber gar nicht mehr nötig ist. So. Und jetzt können wir uns Alana befreien. Die ja hier steht, genau. Und achso, Terik sollte man noch einsacken. Auch wenn er es nicht verdient hat, in die Kiste gucken zu dürfen. Terik? Da bist du. So, Kiste. Moment mal, mein Gwendolyn. Das Schloss sieht aus wie... Mit diesen Worten zieht sie den Flammenschlüssel hervor und öffnet die Türe damit. Wusste ich's doch. Ein rotes Amulett, ein Drachentöter, 2 grüne Ringe und ein Superheiltrank. Ein Drachentöter? Was zur Hölle? Talana. Den blauen Ring musst du eh noch identifizieren. Zaubersprechen. Hellsicht. Analyse. Amulett, Rot, Ring, Blau. Nuda Structura Magie. Kann nichts Besonderes erkennen. Na gut. Das sieht da schön aus. Was mit dem roten Amulett? Hellsicht, Analyse. Amulett, Rot. Nuda Structura Magie. Auf diesem Amulett liegt der Hexenbann. Hexenzauber Feuerbann. Jedes Mal, wenn man durch Feuer Schaden erleiden würde, fängt dieses Amulett einen Großteil der Wirkung auf. Oh, sehr gut. Das sollte nochmal ein Gerogon bekommen und Terik. Weil es waren 2 rote Amulette, oder? Oder waren es 2 Ringe? Es waren 2 grüne Ringe. Okay, was macht denn der grüne Ring? Talana? Zauber sprechen? Oh, fast keine Astralenergie mehr. So. Irgendwo noch ein Zaubertrank. Bei Gwendolyn, ja. Den kann sie auch gleich schlucken. Sie könnte noch einen dritten schlucken und wäre nicht voll. Also ja, sie wäre den gerade voll, aber trotzdem. So. Zaubersprechen. Hellsicht. Analyse auf den grünen Ring. Nuda Structura Magie. Zaubermisslung. Okay. Nochmal. Hellsicht, Analyse. Regengrün. Nuda Structura Magie. Dieser Schmuck schützt den Träger vor magischem Feuer. Ich sehe ein Muster. Drachentöter und Feuerschutzringe und Amulette. Das kann nicht gut enden. Terik, hier, zieh das mal an. So. Du hast jetzt Feuerschutz. Du hast Feuerschutz. Du hast Feuerschutz. Also alle, die Nahkampf müssen, außer unsere quasi Söldnerin. Ach, hier ist noch ein grüner Ring. Kriegt man Talana. Talana ist sehr wichtig. So. Was mit dem Silberring? War der jetzt auch noch magisch? Analyse. Ring, nein. Ring, Silber. Nuda Structura Magie. Anwendung entspricht einem Ignifaxius.